Ist alles vorbereitet? Fast. Was soll das heißen? Fast. Ich habe mit Montreal gesprochen. Die Sendesatelliten sind bereit, wenn wir sie brauchen. Ein paar unruhige Wochen und die Öffentlichkeit ist reif für den Rückruf. Und die Kliniken? Wir kontrollieren ihre Finanzen. Sie werden tun, was wir sagen. Wir sollten trotzdem das Referendum abwarten. Wir haben keine Zeit. Der Wissenschaftsausschuss tritt nächsten Monat zusammen. Aber die Meinung der Delegierten verschiebt sich. Ich bin sicher, wenn etwas mehr Zeit... Nein. Mit der Veröffentlichung dieser Entdeckung zwingt uns Seraph zum Handeln. Die Welt ändert sich nicht über Nacht, nur weil David Seraph das möchte. Außerdem können wir nichts tun, bis unser Biochip fertig ist. Sagten Sie nicht, er wäre fast fertig? Es war schwieriger als erwartet, die richtige Nervenschnittstelle zu finden. Dank David weiß ich aber inzwischen, wo ich suchen muss. Und in Washington versammeln sich heute Abend die Massen weiterhin vor dem Kapitol. Sie fordern, dass der Kongress die Veränderung der Fähigkeiten des menschlichen Körpers strikt reglementiert. Dies ist eine Reaktion auf die Behauptung des Biotechnologie-Experten David Seraph, sein Unternehmen habe einen Weg gefunden, humankontrollierte Evolution für alle zugänglich zu machen. Wissenschaftler von Seraph Industries treffen morgen in Washington ein, um ihre Aussagen zu untermauern. Aber heute Abend, ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Bei allem Respekt, Major. Ich will, dass zwei Sicherheitsleute uns erwarten. Auf dem Vorfeld. Nein, wir gehen nicht durch den Terminal. Viel zu gefährlich. Ja. Freut mich, dass Sie das verstehen. Gute Nacht. Idiot. Stimmt was nicht? Bei mir ist alles klar. Aber wenn Sie weiter so an der Kette ziehen, Dr. Reed, wird sie noch reißen. Komm schon, Mac. Du hast schon öfter deine Forschung verteidigt. Das war was anderes. Damals ging es nur um Theorien. Aber diese Entdeckung, Adam, ist was Großes. Wie Kepler. Wie der Stein von Rosette. Und wo liegt das Problem? Sie wollen wissen, wie ich drauf gekommen bin. Megan, unser Flug nach DC geht in... Adam, Sie sind auch da. Gut. Brauchen Sie was, Boss? Ja, ich möchte Ihr Sicherheitskonzept für Washington durchgehen, bevor wir abfliegen. Sind Sie und Ihr Team bereit, Megan? Gleich, David. Wir gehen nur noch mal die Daten durch. Dann aber flott. Wir müssen erst mal in Washington sein, bevor Sie diese staatlichen Alleswisser verblüffen dürfen. Ich hasse es, wenn er sowas sagt. Komm, ich gehe ein Stück mit dir. Moin Leute und herzlich willkommen zu Deus Ex. Oh, das Intro, das war schon ziemlich gut gewesen. Es geht irgendwie um einen Biochip. Es klingt sehr interessant. Irgendwelche Leute, wir wissen nicht welche. Wir haben einen gesehen, keine Ahnung, wer das genau gewesen ist. Und ich dachte, Frauen würden immer die Männer wahrnehmen. Ja, also ich muss mir noch die Haare fertig machen, Moment. Und ja, es geht anscheinend irgendwie um einen Biochip oder so. Wir wissen noch nicht wirklich viel. Wir wissen nur, dass irgendetwas Böses am Laufen ist. Und dementsprechend würde ich sagen, dass wir vielleicht dem Wunsch der Dame nachkommen. Und ja, würde man sagen, dass wir ihr einfach folgen und mal sehen, was so passiert. David wartet, Adam. Wir sollten aufbrechen. Okay, alles klar. Warnung. Zugang nur für autorisiertes Personal. Was hast du vorhin gemeint, Mac? Worauf bist du gekommen? Vergiss es. Ich bin nur etwas nervös. Sollte ich vielleicht etwas wissen über dieses Labor? Über Seraph? Megan! Warte hier. Wir haben immer noch biochemische Fluktuationen auf den künstlichen Durchflusszellen. Okay. Aber die verstärkten Neuropeptiden aus dem Padded Cluster könnten unsere Kalibrierung stören. Stimmt. Sehe ich mir gleich an. Ich fasse es nicht, dass du nach David gefragt hast. Du warst lange genug hier, um zu wissen... Eric, Sie weichen mir doch nicht aus, oder? Das würde ich nie tun, Dr. Reed. Ich glaube, ich weiß, warum die Glanzmesswerte abweichen. So viele Peptide? Ich denke, die Auflösung des Glia-Gewebes nach dem Splicing des Repressor-Proteins ist die Ursache. Mit einem besseren Zytometer. Könnten wir eine genauere Messung vornehmen, die Ihren Theorien bestätigt? Ich werde mit David darüber reden.
Wenn er es bei Page Industries bestellt, kriegen wir vielleicht einen Kaffeeautomaten dazu. Du machst dir zu viele Gedanken, Adam. Wir leisten hier gute Arbeit. Wir helfen den Menschen, ihre physischen Grenzen zu überwinden. Ja, sofern sie für das Verteidigungsministerium arbeiten. Wir sind nicht alle Soldaten. Wir arbeiten mit Lehrern, Ärzten, Bauarbeitern. Verdammt! Vorsicht, Eddie. Die Kisten sind mehr wert als dein Geld. Schon gut, schon gut. Nia, sind sie soweit? Für Washington. Ha. Ah, Dr. Reed, das ist General O'Neill. Guten Tag, Herr General. Sevchenko sagte mir, Sie machen Fortschritte mit dem Taifun. Ja, vor allem dank Vasili. Wie ich schon sagte, Sir, der Taifun hat ein modifiziertes Kampfchassis, das auch ich benutze. Allerdings habe ich das Design verbessert und verwende als Treibladung für die Stahlkugeln Mikroladungen. Und das Rückstoßproblem? Ist gelöst durch kinetische Ableiterwiderstände. Hier, sehen Sie. Fangen Sie an. Oh ja. Das gefällt dem General. Beeindruckend. Wann ist das System fertig? Ich muss leider los. Aber Vasili hat alle Details, General. Natürlich. Wir müssen noch an der Präzision des Taifuns feilen. Du hast recht. Jeder Lehrer wäre von diesen Dingern begeistert. Du willst es nicht verstehen. Rüstungsaufträge sind notwendig. Aber Augmentierungen, die das Denk- oder Reaktionsvermögen optimieren, sind eine Verbesserung. Für alle Menschen. Das predigt David schon seit Jahren. Ja, alles nur Gerede. Er ist ein guter Mensch. Gib es zu, Adam. Ein Teil von dir mag ihn. Ich mag jeden, Dr. Reed. Ja, klar. Wohin musst du? Dianes Büro. Sie braucht einen Schlüssel, damit sie Kubrick Gassi führen kann. Er ist ziemlich groß geworden. Wirft ständig meine Pflanzen um. Hat er die Vase schon geschafft? Ich habe sie weggestellt. Und ich habe den Garten eingezäunt. Wie du es immer machen wolltest. Ja, ich bin nie dazu gekommen. Tut mir leid. Mir auch. Und nicht nur das. Adam. Da ist etwas, das... Guten Abend. Pritchard. Na, alle bereit für die Reise? Da ist Farida. Ich sollte mich beeilen. Wir sehen uns am Helipad, Adam. Sicher. Hab ich Sie unterbrochen, Jensen? Ist die Firewall schon repariert? Man kann eine Firewall nicht reparieren. Man sucht die Hintertür und verriegelt sie. Und ist sie verriegelt? Ja, ist sie. Wollen Sie wissen, wie? Oh, Moment. Ich vergaß. Ex-Bulle. Sie würden es nicht verstehen. Ex-Wort. Und sie wären überrascht. Hat Seraph sie auch herbestellt? Athena, ich soll ihr zeigen, wie man die implantierten Ordnungsgeräte unserer Wissenschaftler überwacht, falls ihre Sicherheitspläne in Washington nicht ausreichen. Sie werden. Gentlemen, schön, Sie beide zu sehen. Gehen Sie gleich rein, Adam. Er wartet schon. Danke das sehr. Das ist der modernste GPL-Tracker, den es gibt, Athena. Er sendet alle 10 Stunden. Also, Mann, sehr schickes Büro. Ich will Udaro in Washington an meiner Seite. Der Mann kommt nicht einfach so. Er ist Nobelpreisträger. Die Senatoren lieben ihn, Lyle. Die Anhörungen werden mit ihm viel reibungsloser verlaufen. Morgen ist ein großer Tag für uns. Ist alles vorbereitet? Ja, Sir. Die Capitol Police bringt uns zum Hill und dann übernimmt der Federal Protective Service. Gut, gut. Wie hält sich Ihr Mädchen? Sie ist nervös. Sie muss denen nur ihre Forschungsergebnisse zeigen. Hat sie's ihnen erklärt? Wissenschaft ist nicht gerade meine Stärke, Boss. Es ist unglaublich. Da beschuldigen uns diese Puristen, in den Lauf der Natur einzugreifen. Dabei hat Megan nur entdeckt, wie man das Potenzial in unserer eigenen DNA nutzbar machen kann. Das ist sicherer und einfacher als alles, was Udaro je zustande gebracht hat. Umgebungsfehlfunktion. Labor unter Sektion 6. An alle Laborleiter, bitte sofort melden. Wir gehen besser keinerlei Risiko ein. Nicht heute. Nehmen Sie meinen Aufzug nach unten. Kennen Sie den Code? Ja, 0451. Was ist da los? Athena, jemand soll diesen verdammten Lärm abschalten. Ja, Sir. Na, okay. Dann bin ich immer sehr gespannt, was hier los ist. 0451 war's. Das konnte ich mir selbst verstehen. Ja, doch, Mann.
Moment, können wir das einmal löschen? Okay, 0, 4, na, verdammt, Moment. 0, 4, na, Moment, Leute. Wirklich. 4, 5 und die 1. Ja, sehr schön. Boss, wir haben es hinbekommen. Alles in Ordnung. Keine Sorge. Wir werden uns um alles kümmern. Natürlich, das wird sehr gut funktionieren. Ich bin mir sehr sicher. Richard, wo ist Megan? Hat sie sich schon gemeldet? Laut ihres GPL-Implantats ist sie in dem Mikrochemielabor. Sieht aus, als würde sie laufen. Verdammt, muss ein schwerer Geräteausfall sein. Können Sie sich Kontakt herstellen? Ich versuch's, aber die Intellicams reagieren nicht. Da gibt's von irgendwo eine Störung. Finden Sie raus, was da los ist, Jensen! Schnell! Richard! Richard! Okay, hier scheint irgendwas überhaupt gar nicht zu stimmen. Oh mein Gott, wir sind schon tot. Ah, sie lebt noch. Moment, ich werde ihr helfen. Natürlich, wir können leider nicht helfen. Können wir uns ducken? Okay. Sehr schön. Ein wenig Wasser haben. Oh, ist eigentlich auch eine gute Dusche. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Der ist auch tot. Warte. Ah, okay. Ich dachte, hier hätten wir jemanden gehört. Es hat auch irgendwas explodiert. Hier sind noch viel mehr. Oh, verdammt. Wir sollten uns einen anderen Job suchen. Wer will dich umbringen? Oh mein Gott. Okay. Was hat er vor? Wow, okay. Ja, ich hoffe, ja, das Glas scheint sicher zu sein. Okay, wir laufen ihm hinterher. Er sieht schon ziemlich krass aus. Objekte bewegen Tutorial. Moment, wir gucken uns das Tutorial kurz einmal an. Einige Umgebungsobjekte können aufgehoben und bewegt werden. Okay, alles klar. Also hier, sie meint wohl die hier. Zack, die packen wir noch mal kurz weg. Dann können wir das öffnen. Super, dann gehen wir hier durch. Alles klar. Oh Leute, ey, da bin ich ja mal gespannt, was hier los ist. Hier muss er ja lang gelaufen sein. Warte, hier müssen wir nochmal ins Tutorial. Wenn die Luft voller Blei ist, empfiehlt es sich, in Deckung zu gehen. Dadurch sind sie vor Kugeln und Explosionen geschützt. Um zu schießen, können sie sich aus ihrer Deckung lehnen. Auf beide Seiten oder nach oben. Zielen Sie dann und feuern Sie. Okay, alles klar. Ja, okay. Ja, das mit dem Laufen, keine Ahnung. Wir werden das schon hinbekommen. Also müssten wir ja eigentlich... Vielleicht sehen wir hier vorne. Nee, ich sehe keine. Okay, komm. Dann gehen wir durch die Tür und hoffen, dass nichts Böses auf der anderen Seite ist. Wir wollen einen entspannten Arbeitstag. Wir haben unseren Kaffee noch gar nicht getrunken. Das ist natürlich sehr schlecht. Ich bin morgens immer sehr schlecht gelaunt, wenn... Oh mein Gott, da oben sind schon welche am Ballern. Die haben gesagt, mit V gedrückt halten. Moment, ach, so geht's. Ach, okay. Ah, okay, wir können dann auch, denke ich, mit Leertaste können wir dann... Ach so, okay. Moment, wir werden die beiden erstmal beobachten. Wir werden noch einmal checken. Ah, okay, man muss V gedrückt halten. Das ist ein bisschen blöd. Das muss ich noch umstellen. Weil mit der Leertaste dann zu laufen, das ist ein bisschen crappy, das alles mit dem Daumen zu machen. Aber jetzt bin ich gewarnt. Mal sehen. Wo ist er denn? Suchen die uns schon? Er ist weg. Aber jetzt bin ich gewarnt. Ja, komm, dann machen die beide einfach platt. Okay, wir haben erwischt. Wir haben sie erwischt. Sehr entspannt. Ich hoffe, die haben ein bisschen Munition für uns dabei. Aber wobei, wir haben auch noch gar nicht... Ich sehe... Oh, Moment. Ja, da ist doch die Waffe. Er hat nur gestört, er lag auf ihr. Gar kein Problem. Ruhe in Frieden. Bob. Ah, ich habe ihn mit Bob eigentlich noch. Er schuldet mir Geld. Verdammt. Okay, ich werde wohl die 100 Dollar nie wieder zurückbekommen. Egal. Okay, oh, hier. Ah nein, ja, ich dachte, das wäre eine Kaffeemaschine. Schade. Lebt sie vielleicht noch? Mal sehen. Erstmal checken, ob hier alles safe ist. Okay. Wir hören doch was. Aber ich glaube, sie ist auch tot. Nee, die sind alle tot. Bitte, töten Sie mich nicht. Moment. Ach, okay. Okay, wir konnten ihn nicht retten. Hier vorne sind wieder welche. Okay, alles klar. Besonders keine Wissenschaftler, die Angst um ihre Arbeit haben. Okay. Jawohl, Sir. Okay, okay. Man hat es nicht so gut gehört. Ich habe zu spät vorgelesen. Okay. Vielleicht machen wir die einfach beide platt, wenn sie hier schon mal... Oh, verdammt. Moment. Wir sollten einmal kurz warten. Lädt sich die HP denn dann auch wieder auf, oder? Oder sind wir jetzt... Ah, okay, okay, okay. Es wird langsam besser. Es tut nicht mehr ganz so weh.
Oh mein Gott, Moment. Wenn wir jetzt vielleicht V drücken. Ach so. Okay, sehr gut. Oh, irgendwas ist mit der Maus. Oder ach so geht das. Ach so, okay, alles klar. Haben wir es jetzt echt so gut geschafft, um seinen Kopf herum zu schießen? Naja, ein wenig Übung, Leute, dann wird das noch besser. Also es ist nicht nur ein Shooter, also es ist im Endeffekt ein Rollenspiel. Sehr cool in diesem Sci-Fi-Element, also finde ich sehr cool. Also es sind auch... Ja, okay, das sind jetzt... okay, die Hand sieht eigentlich noch sehr menschlich aus. Wir nehmen die Waffen mal mit. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das hier weiterentwickeln wird. Mal sehen. Ich finde auf jeden Fall, dass ja, die Szenerie, ich finde, das sieht alles sehr cool aus. Das Spiel ist uralt. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube 2011. Egal, kommen wir da noch durch? Oder ja, wir kommen durch. Ach, cool. Cool. Okay, das war cool. Ah, okay, sie ist da durch. Ja, die Tür geht nicht auf, Hase. Oh mein Gott, oh, sie sieht gut aus. Sie hat coole Haare. Und sie hat einen guten Arsch. Na, okay, ja, okay. Er schuldet mir kein Geld, ist nicht so schlimm. Oh, verdammt, okay. Moment, hier müssen wir aufpassen. Wir werden uns wieder hier gegenlehnen. Hier haben wir zwei Stück. Moment. Wen nehmen... Ah, jetzt kommen noch mehr. Okay, Moment, dann... Suchen wir uns die aus, gleich die beide zusammen am nächsten stehen. Ich denke, hier vorne... Okay, wir müssen vielleicht die Position kurz einmal wechseln. Moment, können wir denn... So können wir schießen. Okay, beim Bewegen können wir nicht nachladen. Einer müsste... Ah, ich sehe ihn auch schon. Okay, wir haben ihn voll erwischt. Sehr gut. Okay, alles klar. Cool, es hat funktioniert. Es klappt. Okay, es ist auch die erste Mission oder was auch immer, wie wir das auch immer nennen können. Aber es funktioniert. Ich hatte ja kurz die Angst gehabt, dass es irgendwie ein wenig zu schwer für mich ist, aber es funktioniert. CT-Sonde zeigt schwere Hämatome durch die Kugel. Müssen die Arterie flicken. Mein Gott, wie dick war das Glas? Kommen Sie, Adam. Halten Sie durch. So nützt mir nichts. Zuführung von ERCC-1 vorbereiten. Langsam, langsam. Das braucht er nicht. Wo ist die Cyber-Apothese? Ich liebe dich. Haben Sie heute nicht schon genug Leute verloren? Tut mir leid. Nur noch ein paar Sekunden. Sein Körper verkraftet das. Unglaublich. Ich glaube, wir haben ihn doch.
Geben Sie ihm den Infolink. Gut. Bringen Sie mir das Telekommunikationspaket. David, sind Sie im Gebäude? Klar. Ich bin gerade in der Lobby. Tut mir leid, dass ich Sie so schnell aus dem Krankenstand holen muss, aber wir haben ein Problem. Es gab einen Einbruch in unserer Fabrik in Milwaukee Junction. Wir treffen uns am Helipad. Ich muss erst zu Pritchard. Mit meiner Netzhautoptimierung stimmt was nicht. Frank ist im ersten Stock im Tech-Labor. Beeilen Sie sich. Es geht um Menschenleben. Ja, okay, alles klar. Aber wir sollen erst ins Tech-Labor, wir werden uns kurz reparieren lassen. Ja, ihr seht vielleicht unsere HUD-Anzeigen, sind am Blinken. Mal sehen, was, ob die Gute was zu sagen hat. Mein Gott, Mr. Jensen, ich hätte nicht gedacht, dass... Wow, ich nehme an, Sie sind wegen des Einbruchs hier. Haben Sie gut hergefunden? So lange ist das auch wieder nicht her, Cindy. Ich sehe vielleicht anders aus, aber mein Gedächtnis funktioniert noch. Ich wollte nicht sagen... Ich meine, natürlich funktioniert Ihr Gedächtnis, Sir. Es ist nur so, dass... Hier hat sich vieles verändert seitdem. Seit dem ersten Anschlag? Ja, Sir. Die Labore wurden ziemlich stark beschädigt. Wir bauen sie gerade wieder auf, aber die meisten Forscher arbeiten momentan woanders. Und die anderen wurden auch umquartiert. Wenn Sie also Hilfe brauchen, um jemanden zu finden... Mal sehen, wir können Sie fragen... Moment, weitere Orte. Sie sagen, es wurden alle umquartiert? Fast alle. Wen suchen Sie denn? Wir suchen den Techniktypen. Ich glaube, das war Jensen. Ich glaube, Jensen, das ist der Typ, den wir aus dem Aufzug kennen. Wurde mein Büro auch verlegt? Nein, Sir. Ach nein. Wir haben immer noch den tollen Ausblick auf die Lobby. Ach. Mr. Pritchard hatte es eigentlich vor, aber Mrs. Margulis hat es verhindert. 2 Stockwerke nach oben und dann nach rechts. Okay, wir selber sind Jensen. Ach so, okay. Wir haben das schon mal geklärt. Ich muss zu Seraphs Büro. Oh, er und Mrs. Margulis sind noch im Penthouse. Der Fahrstuhl im linken Flügel des Gebäudes bringt sie rauf. Oh, die haben ein Penthouse, okay. Danke. Dazu bin ich doch da. Sonst noch was, Sir? Wo ist eigentlich die Kaffeemaschine? Ja, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Vielleicht ist es auch Pritchard. Ah, hier steht ja auch der Zusatz, wo ist das Tech-Labor? Ach so, okay. Bei Helipad, das Helipad wurde aber nicht verlegt, oder? Ich finde mich schon zurecht. Okay, Moment, wir fragen das nochmal. Wo ist das Tech-Labor? Das ist nicht wirklich ein Labor, Sir. Mehr so eine Art Büro, vollgestopft mit jeder Menge Computer-Equipment. Mr. Pritchard beklagt sich ständig darüber. Nehmen Sie die Treppe hinter mir nach oben und dann nach rechts. Es ist am Ende des Flurs. Okay, alles klar. Das Helipad fragen wir auch noch. Dann wissen wir über alles Bescheid. Das Helipad wurde aber nicht verlegt, oder? Wie soll man denn das... Oh, Sie nehmen mich auf den Arm. Sehr witzig, Mr. Jensen. Nehmen Sie die Treppe in den ersten Stock und dann den Ausgang hinter der Kantine. Ich glaube, ich habe Farida vorhin dorthin gehen sehen. Ich finde mich schon zurecht. Wenn Sie meinen... Schön. Schön, dass Sie wieder da sind, Sir. Ja, ich finde es auch cool, dass wir wieder da sind. Ich werde auf jeden Fall die Kaffeemaschine gleich finden. Cindy, okay, mach's gut, Cindy. Ciao. Können wir auch mit ihm reden? Sind Sie Mr. Jensen? Ja, klar. Ich habe gehört, Sie würden zurückkommen. Ich bin einer der Neuen. Ihr Ersatzmann, sozusagen. Ach. Ich habe gehört, in der Fertigungsanlage gibt's ein Problem. Ist nichts Ernstes, oder? Ich meine, passiert sowas hier öfter? Ich habe gehört, okay. In der Fertigungsanlage gibt's ein... Zweimal kann er. Sehr interessant. Oh, was ist das hier? Statistiken, physikalische Effekte, psychologische Effekte natürlich. Ach ja, wir sehen, wir haben eine sehr starke Steigerung gehabt. Was steht da? Risk involved. Ja, es ist sehr riskant. Psychologische Effekte für physiologische und psychologische Effekte hier zu sehen. Natürlich, es hat sich auch so entwickelt natürlich. Das ergibt sehr viel Sinn. Das habe ich selbstverständlich auch alles verstanden. Ich würde erstmal hier ganz ehrlich gesagt sein.
Mal eben gucken, was ist denn hier? Penthouse Office. Ich glaube, von hier kommen wir eigentlich zum Boss. Ne? Es müsste ja ins Penthouse gehen. Mal sehen. Wir gehen mal einfach ins Penthouse. Mal sehen, wie er so lebt. Wie es sich von unserer Arbeit so lebt. Mal sehen. Mal sehen. Wir haben ja gar keine Beine. Oh, verdammt. Wo sind meine Beine? Oh, verdammt. Okay. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Das liegt bestimmt an den Augen. Die sind noch nicht heile. Aber mal sehen, die kennen wir ja aus dem Intro. Adam Jensen. Schön, dass Sie wieder da sind. Wenn auch die Umstände Ihrer Rückkehr nicht günstig sind. Sarif hat mir nicht viel erzählt, Athena. Nur etwas über einen Einbruch in die Fabrik. Wie ernst ist es? Ziemlich. Einige unserer Leute haben gerade Überstunden gemacht, als es passierte. Am Samstagabend? Es war nicht einfach, seit wir so viele gute Leute verloren haben. Wir mussten Sonderschichten einlegen, um die Deadlines zu halten. Die meisten Kunden hatten Verständnis, aber nicht jeder Auftrag kann warten. Vor allem Militäraufträge. Also, warum bin ich hier? David weiß mehr als ich. Gehen Sie zum Helipad. Er sagt Ihnen alles Weitere. Okay, alles klar. Also unser Boss ist anscheinend nicht im Pad. Kommen wir hier gar nicht rein? Warte mal, wie war Ihr Name? Athene, wie sieht's eigentlich aus? Wieso komme ich da nicht rein? Vielleicht muss man auch an ihren Computer, um da reinzukommen. Okay, schade, es war zumindest ein Versuch wert. Hier haben wir noch so eine kleine Nebentür. Mal sehen. Ach, es ist ein Klo. Aber ich denke, hier ist er nicht. Nein, können wir eigentlich aufs Klo? Ah, okay, ah, wunderbar, wunderbar. Schade, dass wir nicht pinkeln. Ah, okay, ja, wir haben auch keine Beine. Wir haben dem Allmannscher nach auch keinen Schwanz. Ich glaube nicht. Nein, wir haben keinen mehr. Wir haben einfach nur so einen kleinen Schlauch, mit dem wir unsere Notdurft erledigen können. Aber es ist egal, ist nicht so schlimm. Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt. Okay, wir gehen wieder nach unten. Und dann lassen wir uns mal kurz reparieren. Und wir gucken uns auf jeden Fall auch nochmal unser hübsches Büro an. Wir reden mit ein paar Leuten. Wir saugen mal ein bisschen so die Stimmung auf und versuchen mal ein bisschen so festzustellen, wie der Hase hier denn so läuft. Die Blonde quatschen wir mal an. Mr. Jensen, Sie sehen gut aus. Sind Sie wegen des Einbruchs hier? Ich bin sicher, Athena und Mr. Seraph wissen, was los ist. Ja, aber Athena war mal schon. Mr. Seraph ist vermutlich schon unterwegs zur Fabrik, aber Athena müsste oben in Seraphs Büro sein. Ich würde ihr mehr glauben als den Nachrichten. Okay, alles klar. Ja, okay, sie hat uns ja schon oben erzählt, dass es um die Fabrik geht, dass da irgendwas passiert ist. Jensen? Meine Güte, ich hätte Sie nicht so schnell zurückerwartet. Sind Sie wegen des Einbruchs hier? Ja. Ach, wegen dem Einbruch, ja, natürlich. Der zweite in 6 Monaten und diesmal in der Fertigungsanlage. Das kann kein Zufall sein. Ja, das denke ich auch nicht. Mal sehen. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Macht euch keine Sorgen. Ich werde das wie beim letzten Mal alles hinbekommen. Natürlich. Okay, macht's gut, Leute. Sehr schön. Ach, okay. Wir bauten das Ding hier. Egal. Was ist eine Limp? Ich weiß, Liberty in Mind and Body International, okay. Freiheit im Kopf und... Frank sagt, er wartet noch immer auf Sie, Adam. Sie haben keine Zeit für Spielchen. Ja, gehen Sie zum Tech-Labor, sonst gibt es eine Katastrophe. Ja, ich komme, Chef. Ich habe immer noch nicht die Kaffee... Das ist auch nicht die Kaffeemaschine. Was ist das? Ist das ein Buch von unserem Boss? Könnte sein. Ich denke nicht, dass wir das lesen wollen. Mal sehen. Wir reden erstmal mit denen. Wir haben noch Zeit. Oh, hier ist auch ein ganz wunderschönes Bild. Ich weiß aber nicht, von wem das ist. Vielleicht lernen wir ein paar von denen später kennen. Könnte ja sein. Es sieht auch schon cool aus. Also, es sieht wirklich cool aus. Also, mir gefällt es vom Style her. Schaut euch das mal an. Das sieht doch wirklich gut aus. Komm, wir reden mit unseren beiden Arbeitskollegen. Tut mir leid. Es muss unglaublich schwer für Sie gewesen sein. Sie wollen das Ganze sicher einfach nur vergessen, ha? Ich war nicht da. Machen Sie weiter, Jensen. Wir brauchen Sie. Ich war nicht... Jensen? Schön, dass Sie wieder da sind. Ja, okay. Die haben nur so Smalltalk-Eigenschaften. Egal, wir lassen mal den Smalltalk. Vielleicht hat der was Cooles zu sagen. Er sieht cool aus. Ah, er hustet uns nur an. Hallo? Hast du nicht vergessen, dass... Hallo? Er kann ja... Hallo? Willkommen zurück, Mr. Jensen. Der neue Look steht Ihnen. Ja, normal. Normal. Wir sehen auf jeden Fall sehr gut aus. Obwohl, ich weiß auch nicht so wirklich, was er meint. Wir haben eigentlich nur eine automatische Sonnenbrille eingebaut bekommen. Das Risiko war einfach zu hoch. Es ist geradezu ein Wunder, dass er bei der Operation nicht gestorben ist. Er sieht doch gut aus. Darum geht's nicht. Diese zusätzlichen Implantate, das Ortungssystem und was David ihm noch alles eingebaut hat. Vollkommen unnötig.
So viel verträgt kein Körper, wenn er künstlich am Leben gehalten wird. Tja, anscheinend hatte David nach den Anschlägen das Bedürfnis, uns die größtmögliche Sicherheit zu verschaffen. Ist da jemand? Nein, hier ist überhaupt niemand. Macht das ruhig weiter, ich wollte mir nur die Hände waschen. Worauf ich hinaus will, ist, dass David mal wieder übers Ziel hinausgeschossen ist. Da könntest du recht haben. Was meinst du, wie würde Jensen reagieren, wenn er wüsste, dass er fast gestorben wäre? Schwer zu sagen. Na egal, machen wir uns wieder an die Arbeit. Okay, alles klar. Okay, wir gehen da raus. Okay, macht's gut, Ladies. So, wir machen wieder zu. Seid auch ziemlich gestunken. Die scheinen eine längere Sitzung abgehalten zu haben. Ah ja, ich habe kurz einmal das Mädchen geschickt. Ich glaube, sie haben nicht erkannt, dass ich es war. Was ist das hier? Nein, das ziehen wir uns nicht rein. Ich dachte, der Monitor wird sich vielleicht noch... Okay, er zieht sich das gerade rein. Naja, ist egal. Hier der Hauptweg, der war ja hier irgendwo rechts müssen wir. Mal sehen, Gerrymana. Oder ist das offen? Nee, ist nicht offen. Aber hier ist doch einer. Hey Jerry, mach mal die Tür auf! Oder können wir das einfach knacken? Ich weiß nicht, ich würde hier eigentlich ungern was knacken wollen. Oh Mann, na sowas. Wir hätten in den nächsten 6 Monaten noch nicht mit ihm gerechnet. Ganz egal, was Seraph sagt. Okay. Wollen Sie Purity First in den Arsch treten? Erteilen Sie den Arschlöchern eine Lektion. Wir halten hier die Stellung, solange Sie unterwegs sind. Ja, also diese Purity wurden jetzt schon 2-mal erwähnt. Was das genau bedeutet, werden wir noch herausfinden. So wirklich wissen, weiß ich es nicht. Die Typen waren offensichtlich Militärs. Das hier sind einfach nur Vandalen. Vandalen mit Knarren und Kugeln, die Menschen töten. Hör zu, David liegen seine Leute am Herzen. Aber er muss die Interessen seiner Kunden schützen. Keine Sorge, er hat bestimmt einen Plan. Ach so, mal sehen, sagt er zu uns was. Ich wusste, der Boss hat noch ein Ass im Ärmel. Natürlich. Schön, dass Sie wieder da sind. Dankeschön. Der erste richtige Test für die neuen Optimierungen, was? Keine Sorge, David hat garantiert keine Kosten gescheut. Ja, mal sehen. Also an den Beinen scheint er irgendwie gespart zu haben. Naja, egal. Ich halte dich auf dem Laufenden. Okay, hält. Mal sehen, vielleicht ist er wichtig. Sind Sie auch neu? Ja. Ich bin vor 2 Monaten hergekommen. Okay. Fragt sich nur, ob das so eine gute Idee war. Ach, wieso? Irgendein hohes Tier soll alles in Ordnung bringen. Klar. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Okay. Weißt du eigentlich, wo die Kaffeemaschine ist? Ja, ich glaube, das mit der Kaffeemaschine... Ja? Hallo? ...funktioniert bisher noch nicht. Mal sehen, er putzt hier die Fenster. Ich glaube, hier ist unser erstes Ziel. Wir haben auch da das X stehen. Ich würde allerdings mit ihm auch reden. Er bietet sich so an. Adam, Sie sind auch hier? Hat Seraph Sie wegen der Sache in Milwaukee Junction angerufen? Verdammt! Unsere Leute hätten heute gar nicht in der Fabrik sein sollen. Aber wir müssen diesen Auftrag fertig kriegen. Okay, alles klar. Ja gut, wir werden uns gleich die Fabrik mal reinziehen. Wurde auch Zeit. Was ist passiert? Sind Sie unterwegs in einem Lüftungsschacht stecken geblieben? Ich find's auch toll, Sie zu sehen, Francis. Mit meinem Netzhaut-Display stimmt was nicht. Kriegen Sie das hin? Wenn es das ist, was ich glaube, wahrscheinlich. Könnte aber... ein wenig schießen. Der linke und rechte Bildverarbeitungsprozessor waren nicht völlig synchron. Aber keine Sorge. Ihr Körperstatusimplantat wird sich bald einschalten und entstandene Schäden reparieren. Ihr Netzhautdisplay müsste jetzt in Ordnung sein. Die Erkennungssoftware registriert zwar noch keine Feinde, aber Radar und Fadenkreuz müssten Sie sehen. Und auch biomedizinische Daten, wenn Sie Schmerzen haben. Okay, sind wir hier fertig? Am Helipad wartet nämlich Seraph auf mich. Ich weiß. Ein paar Radikale haben in unserer Fertigungsanlage Geiseln genommen. Vielleicht können sie dieses Mal sogar jemanden retten. Was machen wir? Er scheint ja ziemlich sauer zu sein. Aber wir haben letztes Mal, wir haben alles gegeben, wir werden ihn konfrontieren, natürlich. Wenn Sie mit mir ein Problem haben, Pritchard, warum sagen Sie es nicht einfach? Dann haben wir es hinter uns. Nicht doch, Jensen. Ich habe kein Problem mit Ihnen. Wenn jemand schuldig ist, dann ich. Der unfehlbare Pritchard gibt sich selbst die Schuld. Ganz was Neues. Ich habe Seraph gesagt, wir brauchen zum Schutz ein echtes Sicherheitsteam. Hätte er meinen Bericht aufmerksamer gelesen. Sekunde mal. Heißt das, es war Ihre Idee, mich einzustellen? Nicht Sie, Jensen. Ich wollte Dynacore, Sharp Edge oder Bell Tower. Die besten privaten Sicherheitsfirmen standen alle auf meiner Liste. Aber Seraph wollte einen internen. Und Dr. Reed auch. Halten Sie Megan aus der Sache raus.
Warum denn, Jensen? Es ist kein Geheimnis, wie nahe sie beide sich standen. Und seien wir ehrlich, das SWAT hatte sie gerade wegen des Massakers in Mexican Town gefeuert. Niemand hätte sie engagiert. Sie sollten wirklich aufhören, ihre Informationen aus den Blogs von Pikers zu fischen, Francis. Das verwirrt sie nur. Der Punkt ist, wenn Seraph auf mich gehört hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Aber Megan, Gott hab sie selig, hatte ja immer einen besonderen Draht zu ihm. Und über diesen Draht kriegt er gleich einen Bericht über Gewalt am Arbeitsplatz, wenn Sie damit nicht aufhören. Wollen Sie wirklich weitermachen? Schon gut. Ach, und übrigens, Jensen. Ich weiß, Sie haben in letzter Zeit große Veränderungen durchgemacht, aber Sie sind immer noch ein Kerl. Also, raus aus der Damentoilette. Ach, er hat das mitbekommen? Ach so, ach, er hat hier bestimmt die ganzen Kameras... Ach ja, ja, er zieht sich die ganze Zeit die Kameras... Himmel, Adam! Während Sie in den Büros waren, hat sich die Lage verschlimmert. Wir treffen uns im Hubschrauber. Alles Weitere dort. Oh, okay. Das klingt ein bisschen böse. Ja, was hat er hier? Es sieht aus wie ein Stargate. Es könnte ein Stargate werden aus PC-Monitoren. Es sind ja Monitore. Ach so. Mal sehen, ob er es schafft. Ich glaube ganz fest daran. Aber hier irgendwie... Ach, hier liegt sogar das Credit Chip. Ah, oh, wir haben hier ein bisschen Geld geklaut. Oh, selbstverständlich. Nehmen wir das gerne mit. Oh, cool. Kann man das fahren? Nee, schade. Okay, er hat hier eine ziemliche Sauerei am Laufen. Aber gut. Ja, sieht doch ganz süß aus. Ja, interessant. Moment. Achso, ich dachte, das wären Schränke oder so. Nee, okay. Komm, wir verziehen uns wieder von hier. Nochmal, um zu sagen, wer Dr. Reed bzw. Megan ist. Also es war eben das Mädchen von eben, die wir im Intro gesehen haben, mit der wir im Aufzug waren. Genau, wir sind ja jetzt auch sozusagen heile. Wir können uns dann eigentlich hier durchbewegen. Mal sehen, was die sagen. Mann, ich konnte es erst gar nicht glauben, als ich hörte, Sie kommen zurück, Boss. Nicht nachdem Sie so zugerichtet wurden. Ach, das ging eigentlich. Ist gar nicht so schlimm. Das mit Dr. Reed und den anderen tut mir leid. Ich weiß, wie nah Sie sich standen. Oh, Entschuldigung. Na, ist schon in Ordnung. Nein, ist schon vollkommen in Ordnung. Ja, das ist auch die Frage, ob sie tot ist oder nicht, ne? Es ist wirklich so die Frage. Ich glaube es ja nicht. Wir haben ja nicht gesehen, dass sie gestorben ist. Aber ich muss auch sagen, die Dame hat echt ein Gut bei uns, weil sie hat uns, sie hat uns verteidigt. Sie hat uns auf jeden Fall helfen wollen. Das war ziemlich gut mit der Säure. Schade. Wir konnten ihr leider nicht helfen. Aber ich bin mir sicher, dass das auch eine unserer Aufgaben sein wird, die Gute zu finden. Ja, anscheinend lief da auch was zwischen uns. Ja, sie ist auch eine sehr Süße, das stimmt schon. Sehr gespannt. Ob hier eventuell Kaffee auch zu finden ist? Warte, was ist denn hier? Softdrink, Juice, Mineral Water? Ach, oh mein Gott. Hier, was ist das hier? Softdrink? Oh nein. Wo ist denn hier eine Kaffeemaschine? Wieso haben die auf dem Schild nicht stehen? Ey, da ist die Kaffeemaschine. Da ist der Weg zur Kaffeemaschine. Mal sehen, hier gibt es Ketchup und Senf. Nein, das ist auch keine Kaffeemaschine. Es ist... Ja, okay. Irgendwas mit 50 Grad könnte tatsächlich eine Kaffeemaschine sein. Wer weiß. Gibt es hier tatsächlich keine Kaffeemaschine? Nee, hier gibt es einfach keine Kaffeemaschine. Die Polizei äußert sich bisher kaum zur Lage. Oh. Aber meinen Quellen zufolge hat eine militante Gruppe pro-humaner Aktivisten eine Fabrik von Seraph Industries überfallen. Die Arbeiter wurden als Geiseln genommen und die ganze Stadt hält kollektiv den Atem an. Ich muss wohl niemanden daran erinnern, dass das bereits der zweite Angriff auf das Biotechnologieunternehmen ist. Das erste Mal war vor 6 Monaten, am Vorabend der kontroversen Anhörungen zur Untersuchung seiner Forschungen. Da die Anhörungen derzeit bis auf Weiteres unterbrochen sind, fragen sich nun viele, ob hier nicht etwas völlig anderes vor sich geht. Verbirgt David Seraph etwas vor uns? So viel für heute Abend. Ich bin Eliza Kassan. Eliza Kassan, okay, cool. Wir kennen sie ja schon aus dem Intro. Ziemlich cool, dass hier Nachrichten laufen. Das ist sehr cool. Man bekommt immer... Oh, was ist das? Oh, ein Bier, selbstverständlich. Ich denke, das werden wir uns direkt... Ja, haha, lustig. Ah, doch, wir haben... Ach, wir haben es auch schon direkt hier drin, ne? Wir werden es aber nicht auf die 1 tun. Bier ist schon wichtig. Wir tun es auf die 6. Das geben wir uns doch mal direkt. Können wir es denn... Ah, wir können es noch gar nicht nehmen. Okay. Vielleicht kommt das auch erst gleich in der Mission. Wir sind noch ganz am Anfang. Hier blinkt irgendetwas. Komm, wir nehmen mal die Zeitung. Ach, guck mal, wir können auch Zeitung lesen. Extremisten attackieren Limp. Ja, was Limp ist, weiß ich nicht. Es stand irgendwie unten bei uns in der Lobby. Auf einem, ja. Irgendwie die Liberty in Mind and Body Klinik, Limp Klinik. Vielleicht ist es ja ein Krankenhaus in Chicago. Und Denver wurden gestern von pro-humanen Extremisten angegriffen. Das haben wir schon im Fernsehen gehört.
Ja, prohumane Aktivisten. Ja, wir scheinen ja irgendwie sowas mit, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Cyborg-technisch oder so. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Vielleicht werden wir später im Spiel lernen. Ich zeig's hier euch einmal. Kann man hier auch nur durchklicken. Vielleicht sollten wir das einmal kurz lesen. Druck auf den Kongress wächst. Floridas Gouverneur Philip Riley Mead fordert den Kongress heute eindringlich zur Wiederaufnahme der Anhörung bezüglich der humanen Augmentierung auf. Vielleicht heißt es Augmentierung. Das könnte eigentlich passen, ja. Die Anhörung, die der Erörterung der ethischen und rechtlichen Folgen der Humanoptimierungstechnologie dienten, waren vor 6 Monaten nach einem Terroranschlag auf Serif Industries ausgesetzt worden. Zu den Opfern des Anschlags zählten auch Dr. Megan Reed, eine weltweit führende Expertin auf dem Gebiet der Nanotechnologie. In Anspielung auf Vertuschungsversuche von höchster Ebene erklärte Matt: Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Tod einer Wissenschaftlerin für die Beendigung einer derart wichtigen Debatte verantwortlich sein soll. Ich habe den Eindruck, dass einige Leute sehr erfreut waren, dass der Anschlag erfolgte, kurz bevor Dr. Reed ihre Forschungsergebnisse veröffentlichen wollte. Eine Reaktion des Sprechers des Repräsentantenhauses, Skip Riley, auf Gouverneur Meads Anschuldigung steht bisher aus. Ja, ob das Mead oder Meads... Ich würde Miete oder Metz. Metz klingt eigentlich cooler. Das Auto sieht... Ja, ich würde es nicht haben wollen. Außer es ist sehr cool innen drin. Das könnte ja auch sein. Ist das ein Kaffee? Ja, wir nehmen uns mal einen Schluck davon. Ja, der ist auch noch warm. Ganz hervorragend. Vielleicht reden wir mit ihm. Er sieht hier so, er bietet sich so an. Wissen Sie, was in der Fertigungsanlage los ist? Da gab es wohl einen Einbruch, habe ich gehört. Einige unserer Leute arbeiten dort. Heiße Endphase bei einem Auftrag. Hoffentlich sind alle okay. Ja, das hoffe ich doch auch. Okay. Alles klar. Da vorne standen auch noch 2. Die werden wir uns auch einmal kurz reinziehen. Jensen? Wow. Ich hätte sie erst in ein paar Wochen erwartet. Wenn überhaupt. Sorry, ich kann jetzt nicht. Hab zu viel um die Ohren. Okay, ist alles klar. Ich habe eigentlich auch noch was sehr Wichtiges zu tun, aber wir haben selbstverständlich Zeit, weiter unsere Kaffeepause zu genießen. Tut mir leid, Mr. Jensen, aber hier geht gerade alles drunter und drüber. Mr. Pritchard kann Ihnen mehr sagen. Erst im Tech-Labor. Ja, da waren wir schon. Aber schön, dass Sie wieder da sind. Gut sehen Sie aus. Dankeschön. Ihr beide seht auch sehr gut aus. Mir gefällt auch Ihr Ohrring. Das ist wirklich sehr schön. Den haben Sie sich neu stechen lassen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Den hatten Sie damals nicht. Ich kann mich nämlich auch an alles erinnern. Selbstverständlich. Okay, sehr gut. Dann werden wir doch mal weitergehen. Oh ja. Oh, da unten sind auch wieder... Okay, die lassen wir jetzt mal stehen. Mal sehen, was die Gute hier zu erzählen hat. Willkommen zurück, Jensen. Hätte nicht gedacht, dass wir Sie schon so schnell hier wiedersehen würden. Sie wissen ja, wie es läuft, Malik. Die Pflicht ruft. Und ob ich das weiß. Ich war in meinem Wingsuit auf halbem Weg zur Spitze des Renaissance Center, als der Notruf reinkam. Aber Sie? 6 Monate sind eine kurze Zeit für eine Rückkehr von den Toten. Sicher, dass Sie bereit sind? Mal sehen, was können wir denn hier machen? Eine herausfordern? Okay, herausfordern und versichern. Wollen Sie damit andeuten, ich wäre es nicht? Oh mein Gott. Nein, nein, wir sind eigentlich ein ganz entspannter Typ. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Verstanden. Der Boss ist bereits an Bord und diskutiert mit dem Taktikteam vom DPD. Sie haben die Fabrik umstellt, aber Mr. Serif möchte, dass Sie zuerst reingehen. Sind Sie hier fertig? Denn je früher wir starten, desto besser für alle Beteiligten. Ja, gut. Wir haben 9 Uhr morgens. Ich bin um 8 Uhr zur Arbeit gekommen. Ich würde sagen, jetzt kann ich mit der Arbeit anfangen. Ich bin bereit. Wunderbar, dann wollen wir mal. Der Schlitz, euer Erfahrungsbonus, wird nur dann verliehen, wenn Sie ein Einsatzziel erreichen, ohne Alarm. Stand 8 da. Menschen, Adam. 8 gute Männer und Frauen, deren einziges Verbrechen es war, heute zu arbeiten. Dafür haben Sie diese Pro-Human-Puristen umgebracht. Alle? Sind Sie sicher? Wenn wir Glück haben, lebt die Werksleiterin noch, Josie Thorpe. Sie haben sie gebraucht, um in den Verwaltungstag zu kommen.
Aber das SWAT bezweifelt, dass sie noch lebt. Das werden wir ja sehen. Also was genau suche ich hier? Wer sind diese Typen? Wie gesagt, pro-humane Puristen. Dieselben Puristen, die landesweit Limp-Kliniken mit Brandbomben beworfen haben. Sie sind eingebrochen, kurz nachdem wir den Taifun zur Vorbereitung der Massenfertigung hergebracht hatten. Den Taifun? Den hat Megans Team an dem Tag getestet, als dieser Dreckskerl. Wer führt diese Typen an? Adam, ich weiß, dass Sie und Megan einmal... Wer führt die Typen an? Er heißt Sanders. Das ist er, da. Aber er ist nicht augmentiert, Adam. Er kann also keiner der Söldner sein, die uns attackiert haben. Er hatte aber kein Problem damit, Unschuldige zu töten. Ja, und er wusste genau, wie er in die Fabrik reinkommt. Und wie soll ich gegen ihn vorgehen? Gar nicht. Zumindest im Moment. Die Bergung des Taifuns hat oberste Priorität. Ich kann das SWAT erst reinlassen, wenn sie ihn haben. Wie sie dabei vorgehen, überlasse ich ihnen. Tödlich oder nicht. Ist eine gute Frage. Wollen wir ihn killen oder wollen wir ihn nicht killen? Ich will darin kein Feuergefecht anfangen, ich will sie nur neutralisieren. Das ist eine sehr interessante Frage, über die werde ich mir ein paar Gedanken noch machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken, Leute. Ich hoffe, euch gefällt das Game. Ich freue mich auch schon auf die nächste Mission, das wird bestimmt ziemlich cool. Ich bin da sehr gespannt. Also ich finde der Style, das sieht schon cool aus. So eine Future Sci-Fi-Welt, das ist... Ich finde, es hat was. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da auch am Start seid. Auf jeden Fall, Leute, ich wünsche euch einen entspannten Tag. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Also dann haut rein, Leute. Ciao.